Die Entscheidung ist gefallen. Ihr seid committed to land. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie. Wir haben in Stammheim abhören lassen. Im Namen aller Deutschen bitte ich Sie, die Angehörigen von Hans Martin Schleyer, um Vergebung. Deutschland im Herbst 1977. Justizfestung Stuttgart-Stammheim. Im siebten Stock, dem Hochsicherheitstrakt, sitzen die Kernmitglieder der RAF. Im Mai 1972 waren sie festgenommen worden. Es gibt keine Chance für Sie. Werfen Sie Pistolen in den Hof oder andere Waffen. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus. Dann passiert Ihnen nichts. Holger Mainz, verhaftet, hungerte sich 2,5 Jahre später in der Haft zu Tode. Andreas Bader, Anführer der Gruppe, festgenommen seit nunmehr 5 Jahren in Haft. Am 5. September 1977 begann das Finale. Ein Kommando der RAF entführte den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer auf dem Weg von seinem Kölner Büro in seine Wohnung. Das Zeichen war eine Zeitung und wenn ich die zusammenfalte, dann war das das Signal. Und dann kam eben auch die Wagenkolonne. Zeitung zusammenfalten, mit dem Kinderwagen langsam in Richtung des Punktes, an dem der Aufprall erfolgen würde. Die Kolonne kommt um die Ecke, fährt in die Straße rein. Der Rammwagen schießt raus. Sie fahren wirklich aufeinander auch. Der Polizeiwagen hinten auf den anderen, rums. Der Kinderwagen, der hatte keine andere Funktion, als dass die Maschinenwaffen ja irgendwie an den Ort des Geschehens mussten. Ich habe fast das gesamte 40-Schuss-Magazin verschossen. Und dann passierte etwas, was nun in der Planung überhaupt nicht angedacht war. Der Willi-Peter Stolp sprang direkt auf die Kühlerhaube von dem Polizeifahrzeug und hat dann von oben sein ganzes Magazin dahinter leer geschossen. Er hat erstmal nicht aufgehört, obwohl es leer klick, 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 klick machte. Und wir dann irgendwann gerufen haben, es ist aus, es ist gut, es ist vorbei. In dem Moment haben wir, glaube ich, alle gedacht, die sind alle tot, also auch der Schleyer ist tot. Hans-Martin Schleyer war unverletzt geblieben. Tot waren sein Fahrer Heinz Marcic und die Polizisten Helmut Ulmer, Roland Pieler und Reinhold Brändle, die Schleyer hatten schützen sollen. Es war ein grauenvolles Blutbad, das die RAF angerichtet hatte. Dieses Bild mit den zugedeckten 4 Leichen und mit diesem Kinderwagen, und das ist schon teuflisch, mit dem Kinderwagen, in dem die Waffen zugedeckt mitgeführt wurden, um dann für den Mordanschlag verfügbar zu sein, das hat sich mir eingeprägt. Es wurde der Auftakt für ein 44 Tage dauerndes Drama, das die Bundesrepublik in die bis heute schwerste Krise ihrer Geschichte stürzte. Mir war schon bewusst, wie brutal die Aktion war, ja, also wie viele Schüsse da abgefeuert worden waren.
Aber es war weder Zeit noch der Ort, darüber nachzudenken. In so einer Situation anzufangen zu zweifeln, hätte dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig funktioniert hätte. Vom Tatort wurde der entführte Hans-Martin Schleyer in eine Tiefgarage am Wiener Weg gebracht. Von dort aus sollte er in ein anderes Versteck transportiert werden. Ein mörderisches Spiel hatte begonnen. Keinerlei Freude, oh wunderbar, es hat geklappt, sondern schon das Gefühl, jetzt haben wir was Ungeheuerliches gemacht. Das Fluchtfahrzeug wurde demonstrativ zurückgelassen, darin ein Brief der Entführer. Es war für uns wichtig, zunächst einmal sehr rasch den Kontakt zu den politisch handelnden Persönlichkeiten zu suchen, weil wir sicherstellen wollten, dass, was es immer an Forderungen der Terroristen gegeben haben sollte, dass man denen auch nachkommt. Es ist überhaupt keine Frage in einer solchen Situation, ist das Schicksal des eigenen Vaters von so übergeordneter Bedeutung, dass Gründe der Staatsräson kaum eine Rolle spielen. Doch es war schon zu viel Blut geflossen. Und als die Entführer Schleyer noch zu seinem nächsten Versteck fuhren, war die grundsätzliche Entscheidung der Bundesregierung längst gefallen. Ein Austausch kam nicht in Frage. In einem Hochhaus in Erftstadt-Liebla sollte Schleyer versteckt werden. Wir haben den Mercedes in der Tiefgarage abgestellt. Kurze Verständigung mit Stefan, ob Schleyer noch eine Spritze haben soll. Aber Stefan meinte, nee, braucht er nicht, der ist ruhig. Ich habe ihm das schon klar gemacht, was passiert, wenn er da laut wird. Und 5 Stunden hat er mit der Pistole im Anschlag neben Schleyer im Kofferraum gelegen. Spät in der Nacht schleppten die Geiselnehmer ihr Opfer unbemerkt im Fahrstuhl nach oben. Wir haben ihn dann raufgeschafft in die Wohnung. Es gab diese Matratze in dem Zimmer, das war ja gleich 2 Schritte über den Flur. Und ein bestimmtes abgestecktes Gebiet, wo gesagt wurde, okay, da kannst du dich bewegen, wenn du auf und ab gehen willst oder dich Recken strecken oder die Beine vertreten willst, genau in dem Radius gehst du darüber hinaus, wirst du erschossen. Fängst du an zu schreien, wirst du erschossen. Ja, es wurde ihm doch sehr drastisch am Anfang gesagt, wie die Machtverhältnisse einzuschätzen sind. Das Versteck war knapp 30 Autominuten vom Ort der Entführung entfernt. Schleyer musste eine Videoerklärung abgeben. Ich bin fest im Eindruck, dass die Entführer zu ihren Zusagen stehen werden, dass alle Verzögerungen und Abwägung des Falles in der Lage verschlechtern werden. Die Gruppe, die jahrelang Kampagnen gegen die angebliche Isolationsfolter in den Gefängnissen führte, hatte einen Wandschrank mit Schaumstoff schalldicht ausgepolstert, um Schleyer dort notfalls anzuketten. Er wusste, mit wem er es zu tun hatte. Dann verbinde ich damit, der Regierung bitte eine Maßnahme einzuleiten, die als sogenannte militärische Lösung gelten können. Denn ich bin nach all meinen Beobachtungen überzeugt, dass diese unweigerlich mein Tod zu folgen. Im Bonner Kanzleramt tagte von nun an regelmäßig der große Krisenstab, eine Art parteiübergreifendes Notstandsgremium. Bundeskanzler Helmut Schmidt wollte Konsens bei der Entscheidung gegen einen Austausch. Die Diskussion darüber war relativ rasch beendet. Nur Herr Mayhofer hat einen Augenblick noch mal gebeten, darüber nachzudenken. Aber auch er war dann dieser einhelligen Meinung. Man müsse alles tun, um ihn zu finden, man müsse alles tun, um ihn zu befreien, aber dieses Mittel, Freilassung von Mordverdächtigen, die neuerdings morden würden, dieses Mittel hat man von Anfang an einhellig abgelehnt. Das Entführerkommando bestand aus etwa 25 Terroristen, darunter Susanne Albrecht, Peter-Jürgen Bog, Monika Helbing, Sieglinde Hofmann, Christian Klar, Friederike Krabbe, Silke Meyer-Witt, Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz, Sigrid Sternebeck, Rolf Clemens Wagner,
und Stefan Wisniewski. Ihr Ziel, die Befreiung von 10 in Stuttgart-Stammheim und in anderen deutschen Gefängnissen einsitzenden Mitgliedern der RAF. Die Geschichte der Roten Armee-Fraktion war eine Geschichte von blutigen Befreiungsaktionen, gelungenen und misslungenen. Sie begann 1970 mit der Befreiung Baders in Berlin, organisiert von Gudrun Enslin. Jetzt saßen die beiden gemeinsam mit Jan-Karl Raspe seit 5 Jahren im Gefängnis. Noch in der Nacht der Schleierentführung rückte das Landeskriminalamt in den 7. Stock zu einer Zellendurchsuchung an. Bis zum frühen Morgen wühlten sich die Beamten durch eine beispiellose Unordnung von Büchern, Lebensmitteln und Unterlagen. Sie nahmen den Gefangenen Fernseher, Radios und Plattenspieler ab, um diese sorgfältig zu untersuchen. Es ist mir erst nachträglich aufgefallen, dass Bader außerordentlich empört war, als man ihn den Plattenspieler wegnahm. Damals habe ich gedacht, nun ja, jetzt ist er eben wütend, weil er keine Platten mehr hören konnte. Aber es hätte auch vielleicht einen anderen Grund sein können. Es gab einen Grund für die Empörung über den Verlust der Musikanlage. Doch das erahnte damals angeblich niemand, als man die Gefangenen von jeder Informationsquelle abschneiden wollte. Ab dem Moment hat man etwas gemacht, was bis dahin undenkbar war. Man hat den Anwälten verboten, jeden Kontakt mit den inzwischen Verurteilten aufzunehmen. Man hat die Anwälte nicht mehr reingelassen. Man hat den Leuten auch jede Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, soweit wir das erkannt haben, genommen. Dabei hätten die Behörden wissen müssen, dass die Gefangenen sich längst um eigene Kommunikationsmöglichkeiten gekümmert hatten. So bekam etwa Gudrun Enslin Fachbücher für den Bau eigener Sendeanlagen ins Gefängnis geschickt. Als das aufflog, erklärte Gudrun Enslin lapidar, sie hätte die Bücher nicht selbst bestellt. Nicht nur das hätte die Justizbeamten misstrauisch machen müssen. In den Zellen selbst war reichlich Kommunikationstechnik, die zu einer perfekt funktionierenden Gegensprechanlage taugte. Es war alles vorhanden, um eine Kommunikationsanlage aufzubauen. Es war so gut wie kein Gerät, an dem nicht manipuliert worden war. Was sich erst nach dem Tod der Häftlinge herausstellte, war eigentlich kaum zu übersehen. Es sei denn, man wollte das. Es muss einen Grund gegeben haben, warum man diesen Häftlingen gestattet hat, so viel an Technik in ihren Zellen zu haben. Und wenn man die Intelligenz anderer Leute nicht unterschätzt, kann man zu dem Schluss kommen, dass diese Technik nicht nur zum Empfang der Nachrichten oder eines Symphoniekonzertes dient, sondern dass die eben auch anderen Zwecken dienen kann. Der Zweck war klar: heimliche Kommunikation zwischen den Zellen. Dazu nutzten die Gefangenen die Drähte der anstaltseigenen Lautsprecheranlage, hier rot, und das Schwachstromnetz für Trockenrasierer, hier blau. In 2 Zellen konnten die Netze mit einem Kabel, grün, gekoppelt werden. Ich bin sicher, dass diese Anlage genutzt wurde. Ich habe sie aufgebaut und sie war funktionsfähig. Da kam das Signal an, kam durch Lautsprecher an, kam in fantastischer Qualität an. Also ich hatte geradezu eine Hi-Fi-Anlage gebaut. Kaum zu glauben, dass trotz der Inspektion der Geräte durch Experten des LKA niemand merkte, dass die Gefangenen ungehindert miteinander sprechen konnten. Diese Kommunikationsanlage, die Raspe da aufgebaut hatte, die war ja auch noch da, von der wir nichts wussten. Und da haben sie dann auch das Nötige erfahren. Beim Bundeskriminalamt jedenfalls gab es schon sehr früh einschlägige Gedankenspiele. In einem Plan zur Bekämpfung anarchistischer Gewaltkriminalität ging es Präsident Herold schon 1974 um die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Überwachung von Verteidigergesprächen. Darin schlägt Herold Offensivmaßnahmen gegen die Ebene der Zellen sowie gegen die Ebene der Verteidiger vor. Federführend dabei sollte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sein. Unterschrift Dr. Herold, gestempelt VS, vertraulich. Das Herold-Papier war bisher vollkommen unbekannt. Es wurde bei den Recherchen zu diesem Film gefunden.
Bei den Offensivmaßnahmen ging es um die Schaffung der gesetzlichen Grundlage, Gespräche zwischen Verdächtigen, Verteidigern und RAF-Gefangenen offen zu überwachen. Sowie, was bis heute nicht zugegeben wird, den Lauschmitteleinsatz bei Gesprächen der RAF-Gefangenen untereinander. Über ein in der Raspezelle verstecktes Radio waren die Gefangenen immer auf dem Laufenden, wie sich das Geiseldrama weiterentwickelte. Etwa 10 Tage blieb Schleyer im Hochhaus-Apartment Nummer 104 zum Renngraben in Erftstadt-Lieblar. Von hier aus lief über Kontaktpersonen die Kommunikation mit der Bundesregierung. Die spielte auf Zeit. Oberstes Ziel war, die Entführer möglichst lange hinzuhalten und in der Zwischenzeit verdeckt zu fahnden, um das Versteck Schleyers aufzuspüren. Wir haben damit gerechnet, dass wir ihn finden würden, dass wir das Versteck finden würden und dass wir ihn würden befreien können. Wir haben unglaubliche Anstrengungen unternehmen lassen, um das Versteck zu finden. Und man weiß heute, dass es durch einen dummen Zufall innerhalb eines behördlichen Apparates missglückt ist. Es hätte genauso gut glücken können und dann wäre Schleyer nicht von vornherein zum Tode verurteilt gewesen. Der Hinweis kam aus dem Hochhaus. Zunächst hat der Hausmeister der Polizei einen Hinweis gegeben und hat detailliert erklärt, dass er einer Dame geholfen hat, Schlösser auszuwechseln und sie habe aus seiner Handtasche in Bar ihm 20 Mark gegeben. Und sie hätte ein ganzes Bündel 100 Markscheine in der Tasche gehabt. Hat den Namen genannt und damit ging das Fernschreiben an die Sonderkommission in Köln. Ganze 48 Stunden dauerte es, bis der Hinweis auf Schleyers Versteck bei der Sonderkommission ankam. Dort hätte man die Daten nur in den Computer einfüttern müssen und man hätte gewusst, dass die Mieterin des Apartments dem RAF-Umfeld zuzuordnen war. Doch nichts geschah. Die Polizei Erftstadt meldete sich erneut. Wieder ging die Meldung verloren. Unerklärlich. Unerklärlich, dass dreimal der gleiche Fehler gemacht wird, der eigentlich simpelstes polizeiliches Handwerkszeug ist. Da hat man mit dem riesigen Orchester gespielt und ein kleiner Fehler macht alles zunichte. Stattdessen wurden, auch ganz oben, verwegene Pläne erörtert. Ich habe von mir aus ausdrücklich gesagt, wenn jemand eine völlig andere Idee hat, der Ausdruck exotische Idee stammt von mir, wenn jemand eine exotische Idee hat, dann soll er sie jetzt vortragen. Es hat die Idee gegeben, man solle die Verantwortlichen bedingt zum Tode verurteilen mit der Maßgabe, dass die Todesstrafe vollstreckt wird, wenn ihre Freipressung verlangt wird. Aber unter Hinweis auf das Grundgesetz und auf prinzipielle rechtsstaatliche Grundsätze ist das schon außerhalb der großen Krisenrunde dann zu Ende gekommen. Als der Hinweis auf das Hochhaus in Erftstadt bei der Kripo versickerte, machten sich 2 Polizeibeamte vor Ort selbst auf den Weg. In Zivil, mit der Waffe im Halfter, durchstreiften sie die Korridore. Vor Apartment 104 blieben sie stehen. Füße klingeln. Tap, 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 nächste Tür, Füße klingeln, tap, tap, tap und so weiter. Und es kam näher. Schleyer guckte mich fragend an. Und ich habe die Waffe durchgeladen und habe ihm signalisiert, ab jetzt kein Wort mehr und die auch auf ihn gerichtet. Dann klingelte es natürlich auch an unserer Tür. Aber die Schritte gingen dann eben weiter zum nächsten auf der anderen Gangseite und verschwanden auf der anderen Seite wieder in entgegengesetzter Richtung. Seine erste Frage war, hätten Sie mich jetzt wirklich erschossen? Aber nun wollte ich natürlich auch wiederum vor ihm da keinerlei Schwäche oder Blöße zeigen. Hab gesagt, selbstverständlich, was dachtest du denn? Am 13. September, eine Woche nach der Entführung, erhielt der BKA-Beamte Alfred Klaus den Auftrag, die Gefangenen in Stammheim aufzusuchen, um ihnen einen Fragebogen vorzulegen. Im Besucherzimmer des 7. Stocks wurde uns dann Andreas Bader vorgeführt, zum ersten Mal. Seine Nervosität, seine Hochspannung war unübersehbar.
Und dann hat er erst gefragt, ob wir was zu sagen hätten. Und dann habe ich aber abgewartet. Und dann ist er von sich aus gekommen und hat eben seine Meinung kundgetan, welche Bedeutung es haben würde, ausgetauscht zu werden und dass sie nicht beabsichtigten, wieder zurückzukehren. Die Gefangenen sollten aufschreiben, ob und wenn ja, wohin sie im Falle eines Austausches ausgeflogen werden wollten. Die Aktion sollte Verhandlungsbereitschaft vorspiegeln. Frau Enzin gab zu, von meinem gestrigen Gespräch mit Bader erfahren zu haben. Sie machte einen ruhigen und gefassten Eindruck. Klaus unterrichtete das Gefängnispersonal über seine Beobachtung. Ich habe gesagt, dass es also Verständigungsmöglichkeiten geben müsse. Und dann wurden diese Isolierblenden gebastelt und am Abend vor die Zellen gelegt. Rufkontakte sollten so unterbunden werden. Doch die Platten, hier später bei einer Rekonstruktion der Ereignisse, sollten vor allem wohl der Täuschung dienen. Die haben da abends Riesen-Yoshis da, so Matratzen, vor die Türe geschoben, da so ein Eigenbau, Marge Stammheim. Und das mit der Illusion, das sei absolut dicht, die wissen gar nichts voneinander oder wissen gar nichts, was läuft. Nicht? Dabei waren die ja besser informiert als manche der Vollzugsbeamten. Und das lief nicht per Rufkontakt. Inzwischen waren die Musikanlagen zurückgegeben worden. Damit konnten die Gefangenen ihre Kommunikationsanlage zwischen den Zellen wieder in Betrieb nehmen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hörten die Behörden mit. Es wäre in Stammheim nicht das erste Mal gewesen. Im März 1977, ein halbes Jahr zuvor, war aufgeflogen, dass die Besucherzellen verwanzt waren. Um die Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern abzuhören, waren heimlich Mikrofone eingebaut worden. Innenminister Schieß damals: Wir haben in Stammheim in zwei Fällen rechtfertigenden Notstands im Sinne des § 34 des Strafgesetzbuchs in der Vollzugsanstalt Gespräche zwischen Verteidigern und Mitgliedern der Bader-Meinhof-Bande abhören lassen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz leistete in Stammheim Amtshilfe. Zwei Techniker des BfV installierten am 1., 2. und 3. März 1975 Mikrofone in 5 leerstehenden Zellen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim. So konnte man lauschen und Bänder mitlaufen lassen. Es gibt einen Mithörschnitt, den ich selber auch abgehört habe. Da quatscht, da hören Sie ein bisschen den Chorsong und hören ein bisschen die Frau Meinhof und mit den Kindern, dass man gesagt hat, wir können ja auch Kinder entführen. Aber die Aufnahme war, naja, dann war es wahrscheinlich auch nicht so einfach, denke ich mir. Nicht? Wenn ich in einem Büro eine Wanze anbringe, dann kann ich das besser. Aber wenn ich da irgendwo, wahrscheinlich sind die, muss man sagen, die Zellen da waren dann nicht so geeignet. Der spätere Generalbundesanwalt Rebmann war damals im Justizministerium in Stuttgart zuständig für Stammheim und für die Abhöraktion mitverantwortlich. Im Mai 75 bat man auch die Kollegen vom Bundesnachrichtendienst in Pullach um Unterstützung. Daraufhin reisten zwei BND-Techniker nach Stammheim und installierten dort in zwei leerstehenden Zellen eine Abhöranlage. Damit müssten insgesamt 5 plus 2 Zellen verwanzt worden sein. Besucherzellen gab es aber nur 4. Offiziell wurde eingeräumt in 2 Phasen, zunächst 1975, dann 76-77, an je 10 bzw. 12 Tagen abgehört zu haben. Also eine zweite Aktion ist mir nicht bekannt, die 5 Zellen, von denen weiß ich nichts. Aber ich meine, da wäre irgendwo ein Richtmikrofon irgendwo installiert worden, das wäre gar nicht eine Wanze in der. Aber da bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Also da ist mal was gemacht worden, ja, das ist richtig und das weiß ich, da waren wir informiert. Von der Sache, wo habe ich nichts gewusst, nein. Und es war sicherlich auch richtig so, dass man solche geheime Operationen mit Hilfe von Nachrichtendiensten sicherlich nicht, dass man das eben unter Geheim lief und ich war nicht eingeweiht. Beteiligt waren aber auch geheime Dienste, von denen damals niemand etwas wusste, die es offiziell gar nicht gab. Zum Beispiel die Gruppe Fernmeldewesen des Bundesgrenzschutzes in Heimatsheim. Diese Gruppe mit immerhin 500 Mann wurde erst 1994 offiziell legalisiert.
Schon 1973 waren die Abhörspezialisten der Grenzschutzgruppe Fernmeldewesen, die Ingenieurgruppe des BMI, also des Bundesinnenministeriums, damit befasst, das Radio des Stammheimer Häftlings Bader auf Manipulationen im UKW-Bereich zu untersuchen. Die Ingenieurgruppe des BMI, eine besonders geheime Spezialistengruppe, arbeitete auch für das BKA. Und machte bereits 1972 den Kollegen Vorschläge, wie man geheime Kassiba aus bis zu 200 Metern Entfernung mit Hilfe von Parabolspiegeln lesbar machen könnte. Es war eine vorbildliche, wenn auch streng geheime Zusammenarbeit von bundesdeutschen Geheimdiensten, von denen einige in der Öffentlichkeit vollkommen unbekannt waren und es auch heute noch sind. Selbst die Zentralstelle für das Chiffrierwesen in Bonn, abgekürzt ZFCH, eine Unterabteilung des Bundesnachrichtendienstes, mischte mit und half beim Dechiffrieren von verschlüsselten RAF-Kassibern. Die naheliegende Frage, ob auch während der Schleierentführung abgehört wurde, beantworten die Behörden mit Nichtwissen. Dabei wäre es ein leichtes gewesen, sich in die Kommunikationsanlage der Gefangenen einzuschalten. Die Technik dafür war vorhanden. Da habe ich nicht viel mitbekommen oder praktisch gar nichts mitbekommen. Aber ich glaube, das LKA hatte seinen Raum im Mehrzweckgebäude. Nicht bei uns. In der ersten Abhörphase 1975 hatten die Lauscher direkt im siebten Stock neben den Besucherzellen gesessen und dort ihre Tonbandgeräte laufen lassen. Danach siedelte man offenbar in das Prozessgebäude, die sogenannte Mehrzweckhalle, um. Dort gab es einen Technikraum mit Monitoren und Tonbandgeräten sowie Fernmeldeeinrichtungen ausgestattet. Hier hatten mehrere Dienststellen ihren Arbeitsplatz, wie aus einem Erweiterungsantrag von 1975 hervorgeht. Landeskriminalamt, Verfassungsschutz und BKA, angesiedelt in den Räumen 139 bis 142. Nach Ende des Stammheim-Prozesses im April 1977 dürfte diese Zentrale zur akustischen Überwachung der Zellen zur Verfügung gestanden haben. Es gibt konkrete Hinweise von Beteiligten darauf, dass während der Schleierentführung von hier aus die Zellen im siebten Stock abgehört wurden. Anfragen bei Behörden und Ministerien wurden bisher immer ausweichend beantwortet. Man könne dazu keine Akten mehr finden. Ähnlich rätselhaft sind Verlegungen der Gefangenen im siebten Stock während der Schleierentführung. So wanderte Andreas Bader am 13. September 1977 von Zelle 719 in Zelle 715. Raspe durfte in seiner Zelle der 718 bleiben. Damit war gewährleistet, dass die beiden Kabelsysteme, rot die Rundfunkleitung, blau die Schwachstromleitung, weiter zusammengekoppelt werden konnten, grün. Und die Kommunikationsanlage der Gefangenen im siebten Stock auch weiterhin funktionierte. Die damalige Anstaltsleitung will sich zu der Frage, wann und wo und vor allem wie Wanzen ein- oder wieder abgebaut wurden, nicht äußern. Zuständig seien immer andere gewesen. Eine technische Einrichtung irgendwo anzubringen, das ist auch im Rahmen einer Anstalt möglich. Aber das ist nicht unsere Aktion gewesen. Da werde ich Ihnen jetzt nichts weiteres dazu sagen. Ich bin zwar generell nicht mehr, ich bin immer noch zur Schweigepflicht, unterliege immer noch der dienstlichen Schweigepflicht. Ich habe zwar generell die Erlaubnis, über all diese Vorkommnisse zu reden, aber ich, das ist, wie gesagt, eine Aktion, wo mir die Einzelheiten nicht in dem Maße bekannt sind, dass ich beurteilen könnte, inwieweit ich befugt bin, dazu Näheres zu sagen. Also dazu möchte ich jetzt nichts weiteres sagen. Damals wurde alles versucht, Schleiers Versteck zu finden. Da wäre es nur logisch gewesen, die Gefangenen abzuhören. Unterdessen fürchtete Schleier in seinem Versteck eine militärische Lösung. Die große Sorge, dass man durch ein solches Vorgehen erreichen will, dass die Fehler, die begangen wurden, durch ein stilles Ende abgedeckt werden müssen. Und diese Fehler waren in den letzten Tagen umfangreich. Im Bundestag richtete Kanzler Helmut Schmidt einen hilflosen Appell an die Entführer.
Beenden Sie Ihr irrsinniges Unternehmen. Sie irren sich. Wir werden uns von Ihrem Wahnsinn nicht anstecken lassen. Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie. Inzwischen wurden die Entführer nervös. Schleyer musste nach 10 Tagen in Erftstadt weggeschafft werden. Das war ja alles so nicht geplant, dass sie ihn dann ins Ausland schaffen. Zu diesem Zwecke musste ja ein Auto geklaut werden und zweitens dann eben die Nummernschilder gemacht werden. Da war ich dann wieder dran beteiligt. Über die grüne Grenze ging es nach Holland. Dann wurde er umgetopft, wie wir das immer genannt haben, aus dem einen Wagen raus, in die Truhe rein, in den anderen Wagen rein und dann eben auch zu später Stunde in die Stephenstraat hieß die, glaube ich, und dann in das Haus. Hier in der Stephenstraat in Den Haag glaubten die Entführer sicher zu sein. Doch dann erschoss im niederländischen Utrecht das RAF-Mitglied Knut Volkerts einen Polizisten. Ein weiterer wurde verletzt. Volkerts konnte festgenommen werden. Der BKA-Beamte Georg Pohl wurde nach Holland geschickt. Ich erhielt den Auftrag, ihm ein Angebot zu machen. Eine neue Identität, 1 Million D-Mark und die Aussicht, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Keine Reaktion, er würdigte mich, keine Antwort. Volkert selbst bestätigt das nicht nur. Man hat mir damals bei der Schleyer-Entführung 1 Million Mark angeboten und freie Ausreise. Die andere Hälfte dieses Angebots bestand darin, dass man mir mit Aufhängen gedroht hat. Was der BKA-Beamte natürlich bestreitet. In Stammheim herrschte absolute Kontaktsperre. Keine Anwaltsbesuche, kein Umschluss der Gefangenen. Auf seinen Protest hin hatte man Bader seinen Plattenspieler wieder ausgehändigt. Bei der Kontrolle hatte man angeblich nichts Verdächtiges festgestellt. Der Plattenspieler wurde von uns mal weggenommen aufgrund einer Hausstrafe. Wir hatten den Plattenspieler in der Verwahrung und nachher gaben wir ihn wieder zurück. Er wurde Bader in die Zelle 715 gebracht, wo er seit dem 13. September saß. Ausgerechnet in 715 war eine Pistole, versteckt in einem Hohlraum. Hans-Martin Schleyer war inzwischen von seinen Entführern nach Brüssel gebracht worden. Der genaue Ort war bislang unbekannt. Dort fällt es auch nicht auf, wenn ein junges deutsches Ehepaar sich ein Apartment in einem Hochhaus nimmt. Ich glaube, die Legende war, dass eben die für die EU arbeiten in irgendeiner Institution. In diesem Haus oben links soll laut Burg das letzte Versteck Schleyers gewesen sein. Nur wenige aus dem Entführungskommando sollten dort bleiben und Schleyer bewachen. Die Erwartung war ja, dass die Bundesregierung relativ schnell auf die Forderung eingeht. Und als sich das dann hinzögerte, da war dann auch so eine Art von Verzweiflung. Also warum jetzt immer noch nicht? Währenddessen machte die Sympathisantenszene mobil gegen die Kontaktsperre. Anna, nachdem bereits gefahndet wurde, organisierte in Kopenhagen eine Veranstaltung. Auf der Rückfahrt wurde Volker Speitel in der Bahn verhaftet. Er war derjenige, der die Waffen nach Stammheim hatte schmuggeln lassen. Ich wusste, wer Speitel war und habe ihn dann hier vor den Ermittlungsrichter vorgeführt und einen Haftbefehl beantragt. Auf einer sehr, sehr dünnen Beweislage. Auch da muss man eigentlich sagen, wir wussten nichts. Und ob Speitel wirklich sagen konnte, da müssen noch Waffen, bevor sich Bader und Rasper erschossen, da müssen noch Waffen sein, da bin ich gar nicht so sicher. Speitel hätte einiges aussagen können. Zum Beispiel, dass Waffen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim waren. Doch angeblich gab er das erst später, nach dem Tod der Gefangenen, zu Protokoll. Dennoch wurden 2 Tage nach seiner Festnahme Bader und Raspe in andere Zellen verlegt. Bader wanderte aus der Zelle 715, wo die Pistole versteckt war, zurück in seine alte Zelle, die 719. Dort durfte er sich wieder häuslich einrichten,
ausgestattet mit seinem Plattenspieler, der nicht mehr durchsucht worden war. Darin versteckt die Pistole. Jetzt wissen wir, dass Bader die Pistole wahrscheinlich in seinem Plattenspieler drin hatte. So wanderte die Waffe zwischen uns und Bader hin und her. Heute kann man darüber nur den Kopf schütteln, aber damals kam mir keiner drauf, dass da die Waffe drin sein konnte. Auch Jan-Karl Raspe wurde 2 Tage nach der Festnahme des Waffenkuriers verlegt. Er kam von der Zelle 718 in die Zelle 716. Ausgerechnet jene Zelle, in der auch eine zweite Pistole in einem Hohlraum versteckt war. Es war eine 9mm Heckler & Koch. Und noch einen Vorteil hatte die Umlegung. Da Bader jetzt wieder in 719 war, konnte der statt Raspe die beiden Drähte verbinden. Die gesamte Zeit der Schleierentführung hindurch konnten die Gefangenen so miteinander sprechen. Inzwischen war die Kerngruppe der Entführer, darunter Bog, in Bagdad eingetroffen. Dort wollten sie mit dem PFLP-Führer Wadi Haddad alias Abu Hani das weitere Vorgehen in Sachen Schleier erörtern. Dann schaltete Abu Hani plötzlich um und sagte, er hätte sich überlegt, es gebe 2 Aktionen. Entweder die Besetzung der deutschen Botschaft in Kuwait oder die Entführung einer Lufthansa-Maschine. Die RAF-Gruppe entschied sich für die Flugzeugentführung. Waffen und Sprengstoff wurden besorgt, das Kommando zusammengestellt. Schauplatz der Entführung sollte Mallorca sein. Währenddessen saß Schleier immer noch in Brüssel, bewacht von einigen wenigen aus der Entführergruppe. Mit der Hand schrieb er die Vorlage für eine neue Videobotschaft. Ungewissheit ist die schwerste Belastung. Ich habe in der ersten Erklärung nach der Entführung zum Ausdruck gebracht, dass die Entscheidung über mein Leben in der Hand der Bundesregierung liegt und habe damit diese Entscheidung akzeptiert. Aber ich sprach von Entscheidung und dachte nicht an ein sich jetzt über einen Monat hinziehendes Dahinvegetieren in ständiger Ungewissheit. Am 8. Oktober, als diese Botschaft einging, wurde der BKA-Beamte Alfred Klaus wieder nach Stammheim in den 7. Stock gerufen. Andreas Bader wollte ihn sprechen. Auch an ihm nagte die Ungewissheit. Bader war ziemlich aufgelöst, ganz nervös und unzusammenhängend gesprochen. Und da hat er nun ganz ernsthaft mit dem Suizid gedroht und gesagt, es müsse eine Entscheidung getroffen werden, sonst würden die Gefangenen über sich selbst entscheiden. Die wussten ja, es wird jetzt ganz knapp. Und der Bader, der war verurteilt, der wusste, ich werde jetzt getrennt von den anderen und auch damit von der Frau Enslin, also seiner Geliebten, und komme, noch was weiß ich, nach Bruchsal, bin der Mutter seelenallein. Also der war in einem psychischen Ausnahmezustand. Einen Tag später, am 9. Oktober, verlangte auch Gudrun Enslin nach einem Besuch des BKA-Beamten. Der fuhr umgehend nach Stammheim zurück und schrieb auf, was Enslin ihm diktierte. Da geht es um Stunden, Tage, das heißt nicht mal eine Woche. Dann werden wir, die Gefangenen in Stammheim, Schmidts Entscheidung aus der Hand nehmen, indem wir entscheiden, und zwar, wie es jetzt noch möglich ist, als Entscheidung über uns. Klaus unterrichtete die BKA-Spitze von den Selbstmorddrohungen. Unterdessen war in Palma de Mallorca das Entführerkommando eingetroffen. Die 4 Palästinenser, 2 Frauen und 2 Männer, fotografierten sich gegenseitig wie normale Touristen. Sie waren ohne Waffen auf die Insel gekommen. Die sollten ihnen nachgeliefert werden. Ich habe jemanden getroffen, der die Waffen bei sich hatte. Es war eine Deutsche. Sie hat die Waffen geliefert. Sie waren in Pralinenschachteln versteckt. Die mutmaßliche Waffenlieferantin war Monika Haas, die Frau des palästinensischen Kommandeurs, bei dem die RAF im Jemen häufig trainiert hatte. Auf der Ferieninsel Mallorca bereiteten sich 86 Touristen auf ihre Heimreise vor.
darunter eine Gruppe von jungen Frauen, die an einer Misswahl in einer Diskothek teilgenommen hatten. Ausgelassen hatten sie am Abend in der Disco getanzt. Dabei war auch Diana Müll, damals 19 Jahre alt. Wir haben halt Abschied gefeiert. Ja, dann kamen wir natürlich morgens auch schlecht aus den Federn. Und haben dann auch die Zeit so ein bisschen verpasst. Und am Flughafen war es dann auch ein bisschen schwierig. Denn die Maschine war ja schon zum Abflug bereit. Also mehr oder weniger waren die Türen schon geschlossen. Und der Diskothekenbesitzer, der hatte damals übers Jahr so viele Flüge gebucht. Und dass der halt eine recht gute Lobby hatte. Und der dann gesagt hat, macht sofort die Türen wieder auf und nimmt die Frauen mit. Die Lufthansa-Maschine mit dem Namen Landshut konnte starten. Ich denke, wir waren so eine Stunde unterwegs und neben uns saß eine Terroristin und ein Terrorist. Wir haben die immer so ein bisschen beobachtet, weil er hatte so ein lustiges Sakko an, so ein ganz kariertes. Und deswegen haben wir auch gerade hingeschaut zu ihm, als die beiden plötzlich aufsprangen und nach vorne rannten. Und ich war zu Tode erschrocken. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Im Cockpit der Landshut saßen Flugkapitän Jürgen Schumann und Co-Pilot Jürgen Vitor. Es hat so gepoltert und ich dachte eigentlich erst, es wäre irgendwas runtergefallen, ein Container oder so. Aber eine Sekunde später oder zwei Sekunden später wurde ich des Besseren belehrt. Kam nämlich der Mahmoud ins Cockpit, Pistole auf den Kapitän Schumann gerichtet und mich hat er in die Rippen getreten und hat geschrien, out, out, out. Der Captain Mahmoud, der hat dann das Mikrofon genommen und hat dann wie ein Besessener einfach nur reingeschrieben, dass die Maschine entführt wird. Und dann kamen schon vorne die Stewardess, die Frau Dillmann zum Beispiel, die kamen dann schon vorne alle raus in absoluter Panik. Wir wurden alle wie Vieh nach hinten getrieben. Und als ich dann den arabischen Akzent hörte bei der Ansprache, wusste ich, wir sind in Schwierigkeiten. In Bonn tagte der Krisenstab. Der Sohn Hans-Martin Schleyers schöpfte Hoffnung. Die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr um nur in Anführungszeichen ein Menschenleben, sondern um fast 100 Menschenleben ging, das hat in mir eben auch die Hoffnung geweckt, dass die Bundesregierung eine Entscheidung, die möglicherweise gegen meinen Vater gerichtet gewesen ist, noch einmal korrigieren würde und dass man insgesamt den Forderungen der Terroristen nachgeben würde. Inzwischen war die Landshut auf dem römischen Flughafen Fiumicino gelandet. Die Bundesregierung wollte sie am Weiterflug hindern. Wir konnten uns schnell ausrechnen, dass die nächste Zwischenlandung in Rom sein würde. Also habe ich die italienische Regierung angerufen. Habe gesagt, tut mir den Gefallen, blockiert die Start- und Landebahn in Fiumicino, dann können sie nicht wieder raus. In Rom sollten unsere Reifen zerschossen werden. Das hatte der damalige Innenminister angeordnet. Das haben Gott sei Dank die Polizisten nicht gemacht, denn es wäre ein Chaos gewesen. Am frühen Abend wurde die Maschine aufgetankt und startete wieder. Ziel unbekannt. Wir haben versucht, uns auszurechnen, wo die nächste Zwischenlandung sein wird. Und haben dann Vorbereitungen getroffen für die Entsetzung der Maschine, indem wir ein anderes Flugzeug mit einer Spezialeinheit des damaligen Grenzschutzes in Marsch gesetzt haben. Es war die GSG 9, eine Spezialtruppe, die nach dem Olympiamassaker von München vor allem für den Einsatz gegen Terroristen gegründet worden war. Chef der Einheit, Oberstleutnant Ulrich Wegener. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit eigentlich schon darauf vorbereitet, dass irgend sowas passieren musste. Und ich habe mich dann gefreut, dass es endlich dazu kam. Mein Adjutant kam zu mir und sagte mir, Herr Oberstleutnant, das ist die Maschine, an der wir schon mal geübt haben. Eine 37. Da sage ich, ja, hervorragend. Da wissen wir ja auch die Version. An Bord der Landshut terrorisierten indessen die Entführer Passagiere und Besatzungsmitglieder. Absolutes Schweigen. Wenn einer nur wisperte, dann stürmte einer von den Terroristen dahin und hat die Leute angeschrien. Der Captain Mahmoud ist einfach durchgegangen, hat mit dem Ellenbogen in die Köpfe geschlagen oder denen die Pistolenlauf auf den Kopf gehauen. Die Passagiere haben gehorcht. Was sollte man denn auch machen? Wenn Ihnen jemand eine Pistole ins Gesicht hält, machen Sie das, was er sagt. Gegen 20.30 Uhr landete die Lufthansa-Maschine auf dem Flughafen Larnaca in Zypern. Ein Vertreter der PLO versuchte, Kontakt zum Chef des Entführungskommandos aufzunehmen. Hallo. One moment, please.
One moment, please. Mr. Captain Matar Mahmoud is just in the aft part of the aircraft. He's coming in 30 seconds. Zero. He'll be waiting. Okay, he's now in the cockpit. Captain Mahmoud? Yes? Matar here. Who is it? Are you Captain Mahmoud? Yes, I am Captain Mahmoud. Can you speak with me in Arabic, please? Kapitän Mahmoud verlangte, die Maschine aufzutanken. Dann gab er den Befehl zum Abflug. Er war der Wahnsinnige, der Motor des Ganzen war. Die anderen haben ihm aber bedingungslos gehorcht. Das ist irgendeine Hierarchie gewesen, die auch nicht zu durchbrechen war. Die Andraves, die war, ja, ich sage immer, wie eine KZ-Aufseherin. Die hat die Menschen gequält. Während der junge Mann, das war eigentlich ein ganz höflicher, junger Mensch, der nie ausrastete. Und die Kleine, wie wir sie genannt haben, diese Hübsche, ja, mit der konnte man dann später, nicht am Anfang, man konnte sich auch mit ihr unterhalten. Am frühen Morgen des 14. Oktober landete die Landshut in Dubai. Der Terror an Bord ging weiter. Meine Frau hatte mir mal eine Uhr geschenkt von Junghans. Da haben sie so ein stilisiertes Zahnrad, das ist ein Stern mit einem J drin. Wie der Judenstern und ein J drin. Und das hat er gesehen. Und dann hat er gesagt, du bist Jude, ich werde dich jetzt erschießen. Ich musste ja auch vor ihm niederknien, er hat mich ja auch geschlagen. Und hat gesagt, ich wäre Jüdin und ich sollte es gestehen und ich habe ihn so wütend angefunkelt und habe überhaupt nicht unterwürfig getan. Und dann musste er lachen und hat gesagt, okay, you get up. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, weil ich nicht unterwürfig war. Inzwischen war eine Boeing 707 der Lufthansa der Landshut auf dem Flug in Richtung Dubai gefolgt. An Bord Kanzleramtsminister Hans-Jürgen Wischnewski. Bei sich hatte der wegen seiner guten Arabien-Kontakte Ben Wisch genannte einen Geldkoffer mit 10 Millionen D-Mark. Wischnewski wollte in Dubai um die Erlaubnis zu einem Einsatz der GSG 9 bitten. Es wurde höchste Zeit. Diese Nacht war wirklich wie in der Hölle. Man kann es sich schlecht vorstellen, wenn 80 Leute, auch sehr viele alte Leute dabei gewesen, die waren kurz davor zu sterben. Um 5.30 Uhr meldete sich der Chef der Entführer beim Tower. Die Maschine solle sofort aufgetankt werden, sonst müsse er den Flugkapitän erschießen. In der Nacht war die Klimaanlage ausgefallen. In der prallen Sonne heizte sich die Maschine immer weiter auf. Zum Schluss waren da, glaube ich, 60 Grad in der Maschine. Also man konnte nur noch im Sitz sitzen und sich nicht bewegen. Und es war immer ganz besonders dramatisch, wenn jemand durch die Maschine gelaufen ist. Der hat dann die Luft aufgewirbelt. Dann haben wir uns die Augen zugehalten und die Nase so lange, bis derjenige einen Moment vorbei war, dass die Luft wieder steht. Aber das Allerschlimmste war, wenn die Luft aufgewirbelt wurde. Also das war wirklich fast überhaupt nicht auszuhalten. Inzwischen hatte der Schleiersohn selbst Kontakt zu den Entführern. In Frankfurt sollte es zu einem Treffen kommen. Das BKA ging dazwischen. Man hat Eberhard Schleier nicht einmal die Chance gelassen, noch irgendetwas für seinen Vater tun zu können. Selbst das nicht. Denn als wir am Informationsschalter ankamen, hatten Beamte des BKA im Auftrage des Präsidenten vielleicht 3, 4, 5 Minuten vorher dieses Flugticket schon in Verwahrung genommen. Sodass Eberhard Schleier eigentlich da stand und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Der Versuch, die Entführer mit Geld zur Freilassung Schleiers zu bewegen, war gescheitert. Lagezentrum der Lufthansa Frankfurt, ein neues Video im Fernsehen. Ich freue mich in meiner jetzigen Situation wirklich,
muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Schließlich bin ich nun 5,5 Wochen in der Haft der Terroristen und das alles nur, weil ich mich jahrelang für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung eingesetzt und exponiert habe. Manchmal kommt mir ein Ausspruch auch von politischen Stellen wie eine Verhöhnung dieser Tätigkeit vor. Die Entwicklungen haben sich überschlagen. Ich wusste letztlich, dass ich mit der Bundesregierung nicht weiterkommen würde. Ich habe den Weg nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht beschritten. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass das Stunden höchster Anspannung, höchster Ungewissheit und dann auch absolute Hoffnungslosigkeit gewesen sind. In dieser Sache wird im Namen des Volkes folgendes Urteil verkündet. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Bitte Platz zu nehmen. Noch immer stand die Landshut auf dem Flughafen Dubai. Inzwischen war ein Generator zur Maschine gebracht worden. Die Klimaanlage lief wieder. Kapitän Schumann versuchte durch eine Zigarettenbestellung zu signalisieren, wie viele Entführer an Bord waren. Could you get us 4 cartons with cigarettes? And some cigarettes. 4 cartons. Filter cigarettes. Okay, any type? A mixed ones. Say the type again, please. Mixed. Different ones. 2 of this and 2 of this, maybe. Jürgen Schumann hat Funksprech gemacht und er hat Sachen rausgeschmuggelt. Das war natürlich sehr gut, dass man wusste, wie viele Leute es sind, dass es Männer und Frauen sind. Die Informationen aus dem Cockpit halfen dem inzwischen ebenfalls in Dubai eingetroffenen GSG-9-Chef, sich auf eine Erstürmung der Maschine vorzubereiten. Wir konnten zum Beispiel über die Nachrichtendienste dann feststellen, dass der Entführer, Mahmoud, schon bei einer anderen Aktion in London aktiv gewesen war und den Premierminister des Jemen erschossen hatte. Der Verteidigungsminister Dubais lobte in einem Rundfunkinterview die heimlichen Informationen, die Schumann gegeben hatte. Mahmoud hörte das im Radio. Kapitän Schumann musste vorne ins Cockpit und nach 10 Minuten kam der Mahmoud raus und hat gesagt, euer Kapitän hat mich belogen, er hat Nachrichten rausgeschmuggelt. Und dann kam eine furchtbare Situation. Dann hat er gesagt, ein deutscher Hauptmann hat mich belogen. Und dann musste Kapitän Schumann im Mittelgang exerzieren, auf- und abmarschieren. Demütigung, schlimmer geht's kaum noch. Gegen Mittag meldete sich Kapitän Mahmoud wieder beim Tower. Wenn nicht sofort aufgetankt würde, sehe er sich gezwungen, alle 5 Minuten einen Passagier zu erschießen. We are going to execute all the passengers and the crew. We give you the last time to prove that you want to change your imperialist mentality and trust our revolutionaries out of your imperialist fascist prison, but unfortunately you didn't cooperate. Diana Müll sollte die Erste sein. Der hat mir die Pistole an die Schläfe gesetzt und hat dann von 10 runtergezählt. Erst habe ich überlegt, dem Mahmoud ins Gesicht zu gucken und dass er sieht, wie ich sterbe. Aber dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also das Letzte, was du siehst, ist dieses hässliche Gesicht. Dieses brutale Gesicht. Nee, ich gedacht, das will ich nicht. Dann habe ich nach draußen in die Sonne geguckt und ja, dann war er bei 1. Und dann hat der Tower geschrien, wir tanken auf. Kurz nach 15 Uhr war die Maschine startklar. Dann gab Captain Mahmoud den Befehl zum Abflug. Er sagte, startet und jetzt macht eine Linkskurve und fliegt nach Oman. Der Mahmoud hatte einen Zettel dabei. Und an diesem Zettel hat er immer abgelesen. Und da war die gesamte Route schon vorgegeben. Es war klar, dass sie, das hatte uns Abu Ani dann ganz zum Schluss gesagt, dass sie sei Aden.
Und dort geht das Kommando mit allen, die an Bord sind, von Bord und ist verschwunden. So, die Maschine steht da, ist leer. Die sind weg. Von Dubai aus nahm die Landshut Kurs auf Aden. Doch inzwischen hatten die dortigen Machthaber entschieden, dass die entführte Maschine nicht im Jemen landen dürfte. Man wollte das Problem nicht ins Land lassen. Die Bahn war total blockiert. Und wir mussten runter, wir hatten noch ganz geringen Treibstoff. Und dann habe ich da eine Notlandung gemacht, neben der Bahn. Wir haben gedacht, wir werden crashen. Doch alles ging gut. Einige hundert Soldaten liefen auf das Flugzeug zu und stellten sich mit erhobenen Waffen im Kreis auf. Erstmal waren sie alle froh, dass sie lebendig waren, ja, nach dieser Notlandung. Und auf einmal wurden die ganz hektisch, weil sie merkten, da lief irgendetwas schief. Ihr toller Plan schien irgendwie daneben gegangen zu sein. Plötzlich sagte dann der Mahmud, die Behörden möchten, dass wir weiterfliegen. Mahmud war sichtlich erschüttert. Der war fix und alle. Auch die Maschine mit Staatsminister Wischnewski war inzwischen in Dubai gestartet. Bundeskanzler an Staatsminister Wischnewski. Erstens, Staatsminister Wischnewski ist zu Verhandlungen mit jemenitischer Regierung bevollmächtigt, ohne Einschränkungen. Die Handlungsvollmacht erstreckt sich auch auf Gespräche über Entwicklungshilfe an Südjemen. Wir haben verstanden. In Bonn wurden alle politischen und finanziellen Register gezogen, um die GSG 9 einsetzen zu dürfen. Die Bundesregierung ist während der Ereignisse am heutigen Sonntag ohne Unterlass um das Leben der Frauen, Männer und Kinder und der Besatzungsmitglieder an Bord der Lufthansa-Maschine bemüht. In Aden hatte Mahmud Kapitän Schumann die Erlaubnis gegeben, die im Sand steckenden Räder der Landshut zu untersuchen. Kapitän Schumann ist die Treppe hinten links runtergegangen, ist zum linken Fahrwerk gegangen. Und ich konnte ihn noch mit der Taschenlampe leuchten sehen. Wir waren bis zu den Achsen im Sand. Und hat er gesagt, hier, das linke Fahrwerk ist in Ordnung. Ich gehe jetzt auf die rechte Seite. Er kam nicht zurück. Meine persönliche Interpretation ist, dass er von diesen Soldaten, die das Flugzeug umstellt haben, beim Outside-Check gefangen genommen wurde. Ich kann es mir anders nicht erklären. Alles andere würde seinem Charakter nicht entsprechen. Dann hat der Kapitän Mahmud, Entschuldigung, das Wort Kapitän ist es immer noch, der Mahmud gesagt, wenn der Kapitän zurückgebracht wird, wird er erschossen. Wir haben dann irgendwann nur ein Auto kommen hören und dann kam der Herr Schumann von hinten in die Maschine. Ich habe mich einmal umgedreht und habe seinen Blick gesehen und dann wusste ich, er weiß es auch. Kapitän Schumann musste sich hinknien. Und da hat der Mahmud die Pistole, Kapitän Schumann, ins Gesicht gehalten und hat gesagt, are you guilty or not guilty? Und dann wollte der Herr Schumann wieder ausholen, dann hat er ihm ins Gesicht geschlagen und das sehe ich heute noch, ne? Und dann flog sein Kopf so zur Seite und dann hat er ihm von der Seite in den Kopf geschossen, ins Gesicht geschossen. Es wurde uns gesagt, wer weint, wird erschossen. Und das war mir aber scheißegal. Da habe ich geweint. Und da habe ich das einzige Mal geweint. Im Morgengrauen startete die Maschine in Aden wieder. In Bagdad hatte die Hauptgruppe der RAF gemerkt, dass etwas schiefgelaufen war. Wir haben dann sofort gesagt, wir wollen Abu Hani sprechen. Sind zu ihm hin und haben gesagt, was passiert da jetzt? Was geht da ab? Der hat dann angedeutet, okay, es gibt so eine Art Plan B. Plan B, das hieß Mogadischu. 2,5 Stunden später landete die Maschine in der somalischen Hauptstadt. Die wussten von gar nichts. Wir kamen aus heiterem Himmel darunter, über den Platz geflogen, eine Kurve nach links gemacht und sind da gelandet. Inzwischen war eine zweite Einheit der GSG 9 von Bonn aus gestartet. Ich war heilfroh, als wir die Meldung erhielten, dass die Maschine in Somalia gelandet war.
weil wir eigentlich ziemlich sicher waren, dass sie jetzt nicht weitergehen konnte. Das Flugzeug mit der GSG 9 an Bord war mit zunächst unbekanntem Ziel gestartet. Auf Kreta erreichte sie der Befehl zum Abflug nach Mogadischu. Hier zum ersten Mal der Originalfunk. Uns wurde klar bestätigt, Auftrag Bundesregierung, in Mogadischu läuft die Befreiungsaktion durch uns. Es war ein gutes Gefühl, dass wir jetzt wussten, wir kriegen die Chance. Die Leiche des ermordeten Piloten Jürgen Schumann war von den Entführern aufrecht stehend im hinteren Garderobenschrank der Maschine verstaut worden. Es roch dann etwas unangenehm und die waren auch nicht sehr glücklich mit der Lage und haben die hintere rechte Tür aufgemacht. Und an jeder Tür ist ja eine Notrutsche. Die haben dann Kapitän Schumann runtergelassen. Ein Ambulanzfahrzeug holte die Leiche ab. Kurz vor Mittag war auch die Maschine mit Staatsminister Wischnewski in Mogadischu gelandet. Jetzt ging es darum, von der dortigen Regierung die Erlaubnis zur Erstürmung der Maschine zu bekommen. Bundeskanzler Helmut Schmidt ließ sich im Bonner Kanzleramt mit dem somalischen Staatschef verbinden. Ich habe mit dem Diktator in Somalia telefoniert. Ziad Barre hieß der Mann. Und Ziad Barre ist darauf eingegangen. Wir haben ihm nichts versprochen. Wir haben aber hinterher etwas gehalten, was wir nicht versprochen hatten. Nämlich, er hat eine ganz schöne Hilfe für sein Land bekommen. Stammheim, Montag, der 17. Oktober. Kurz nach Mittag treffen der BKA-Beamte Alfred Klaus und der Bonner Ministerialdirigent Dr. Hegelau in der Haftanstalt ein. Eigentlich hatte Bader mit dem Staatssekretär im Kanzleramt Schüler sprechen wollen. Doch dann ist er auch bereit, dem Ersatzmann seine Sicht zu schildern. Das, was jetzt laufen, mit Anschlägen gegen unbeteiligte, unschuldige Zivilisten, es seien also weder ihre Ziele noch ihre Methoden, hätten sie nie gebilligt, würden sie auch jetzt nicht billigen. Und sie würden jedenfalls den Versuch machen, und er glaube doch, dass es ihm gelingen werde, die jetzigen Terroristen davon abzubringen, wenn sie freigelassen würden. Es ist Baders letzter Versuch, die Dinge zu wenden. Dann droht er unverhohlen mit Selbstmord. Das Erste, was Andreas Bader sagte, war, eigentlich ist es zu spät. Dieser Satz ist im Nachhinein für mich das Signal gewesen, dass der Entschluss, sich umzubringen, schon gefallen war. Der Anstaltsleiter Nussert, ihm habe ich das ja gesagt. Haben gesagt, Herr Nussert, die wollen sich umbringen. Und Sie wissen, die Meinung hat sich umgebracht und andere haben das getan. Was können Sie tun? Er sagt gar nichts. Die Frage des Selbstmords, die ja immer irgendwo eine Rolle gespielt hat, die schien uns nicht so naheliegend zu sein. Auch in der Endphase nicht so naheliegend zu sein. Es gab zwar immer wieder Äußerungen von den Gefangenen, die waren ja meistens so ein bisschen sibyllinisch. Eigentlich hatten wir uns eher vorgestellt, dass das auch auf einen nachhaltigen Hungerstreik hindeutet, der dann vielleicht auch tödliche Folgen haben könnte. Am Nachmittag bittet Gudrun Enslin um einen Besuch der beiden Anstaltsgeistlichen. Die Frau Enslin erschien absolut freundlich, Handschlag. Ich habe gesagt, na ja, Frau Enslin, wann immer Sie möchten, können wir den Dialog fortsetzen. Sie wissen ja, wie man uns erreicht. Wir hoffen eigentlich darauf, dass es dann weitergeht. Und das ist ohne jegliche Überhöhung, aber ein ganz massives, deutliches Bild für mich, wie sie ganz freundlich lächelt und sagt, ja, ja, Theologen hoffen halt. Nach der Landung hatten die Entführer das Ultimatum für den Austausch der Gefangenen auf 17 Uhr festgelegt. Wenn die Bundesregierung bis dahin nicht einlenke, wird die Maschine gesprengt. There won't be any preparations for what we threatened by. We are going to blow up the aeroplane.
Die waren am Verhandeln im Cockpit und dann habe ich gesagt, lasst mich mal mit denen reden. Ohne vorbereitet zu sein, habe ich das Mikrofon genommen und habe einfach mal geschildert, wie es uns geht. Mein Name ist Gabi Bohmann. I just want to talk to my parents and to my boyfriend. His name is Rüdiger von Lichtau. That I'll be as brave as possible and that I know this country and care so much. Think about all the children. Think about all the women. Think about us. Why don't you have us? I don't understand. I really don't. Can you live with that on your conscience? Can they really live with that on their conscience for the rest of their lives? I don't know. We'll all try to be brave, but it's not easy. It's very much. Please, if there's any comfort, Inzwischen steuerte die Maschine mit der GSG 9 Mogadischu an. Die Erlaubnis zum Einsatz lag vor. Anbei, die Sonne geht unter um 14:50 Uhr. Die Sonne geht unter um 14:50 Uhr in Mogadischu. Die Entscheidung ist gefallen. Ihr seid committed to land. Ihr seid committed to land. Jetzt kam der Zeitdruck. Es darf nicht mehr so lange dauern, denn wenn Terroristen, gerade sage ich mal von diesem Kaliber, den ersten Mord begangen haben, der zweite, dritte, fünfte ist dann für sie kein großes Problem mehr. Das Ultimatum lief ab. Die Entführer bereiteten die Maschine auf die Sprengung vor. Es ging jetzt eine Fesselungsaktion los. Dann fingen die an, die Flaschen mit dem Duty-Free-Spiritus, Schnaps und Whisky und alles zu entkorken und haben uns übergossen, damit er besser brennt. Dieser Gedanke, Elend zu verbrennen und irgendwann vielleicht die Luft zu fliegen, am lebendigen Leib zu verbrennen, das war für mich so entsetzlich, dass ich meiner Freundin gesagt habe, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, wenn es zu Ende geht. Dann stehe ich auf und spucke ihm ins Gesicht. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, der erschießt dich. Ich sagte, genau. Also das war für mich der bessere Weg. Plötzlich meldete sich der Tower bei den Entführern. Die Bundesregierung sei zum Austausch bereit. I have just received the information that the prisoners in the German prisons, which you want liberated, are now being brought together to be flown here to Mogadischu. You are asking me to extend my deadline in indirect way till the morning. Is that right? In substance, this is right because the prisoners which are going to be flown here cannot arrive before morning due to the distance between the Federal Republic and Mogadischu. Over. Eine der Terroristen lief durch die Kabine und sagte, alles wird gut werden, alles wird gut werden. Und dann habe ich mich rumgedreht zu den Passagieren, hat gesagt, wir sind frei, es wird ausgetauscht. Und dann haben sie alle gejubelt und dann ging es nur noch darum, möglichst schnell die Fesseln aufzuschneiden, weil die Hände schon teilweise blau waren von den Leuten. Die GSG 9 ist im Anflug. Okay, diesmal also keine Warteschleifen irgendwo. Fliegt ein bisschen sparsam. Wir sind, es kommt nicht auf 10 Minuten an, sondern nur daran, dass die Satellitendunkelheit kommt. Okay, verstanden. Landung möglichst diskret. Das Schlimme war, dass ein Amateurfunker in Israel technisch in der Lage war, mitzuhören. Und dass eine westdeutsche Zeitung mit einer großen Überschrift auf der Seite 1 das veröffentlichte. Und ich habe den damaligen Chefredakteur dieser Zeitung angerufen und habe ihm mit schlimmen Konsequenzen gedroht, ich weiß nicht mehr mit welchen, wenn er nicht sofort sämtliche Zeitungen wieder einsammelt. Das hat er getan. I was in Beirut and I was following. Ich war in Beirut. Ich hatte die Information, dass ein Flugzeug mit einer deutschen Antiterroreinheit an Bord hinter der Maschine herfliegt. Ich habe versucht, sie zu warnen. Aber die Somalier haben ein falsches Spiel gespielt. Die Saudis haben dafür bezahlt,
dass das Flugzeug landen darf und dafür, dass mit den Entführern gespielt wird. And playing around with the hijackers. Staaten verkaufen Menschen. Nach Einbruch der Dunkelheit ist die Maschine mit der GSG 9 auf einem entlegenen Teil des Flughafens gelandet. Die Entführer haben nichts bemerkt. Ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Stellvertreter gesprochen hatte. Ich sagte, wenn die Sache schief geht, dann können wir die GSG 9 zumachen. Ich bin dann zu Wischnewski gegangen und habe ihm gesagt, melden Sie dem Bundeskanzler, dass wir jetzt soweit sind. Und dann haben wir die Genehmigung des Krisenstabes bekommen zum Einsatz. Wenn wir nicht hätten verhindern können, dass die Terroristen in Somalia oder Mogadischu das Flugzeug in die Luft sprengen, wenn wir das hätten nicht verhindern können, wäre ich am nächsten Tag zurückgetreten. 2 Stunden dauert es, bis die Männer der GSG 9 ihr Gerät und ihre Waffen entladen haben. Irgendwann fahren wir die Maschine. Und das war vielleicht der Zeitpunkt, wo man erkannt hat, wenn man jetzt sein Ziel sieht und weiß, da sitzen diese 86 Geiseln drin und die Crew, es sind nur noch ein paar Meter dorthin. Wir warten hier auf Ihren Bericht. Okay. Die Reservetrupps waren in Position unter der Maschine, die Sanitäter waren in Position und die Sprengstoffspezialisten. Und dann habe ich den Befehl zum Sturm gegeben. Es machte Klick. Dieses Klick, das waren die Notfenster, die gingen auf. Und in dem Moment machte es Wumm und es tat einen Schlag und ich hörte deutsche Stimmen runter auf dem Boden. Wo sind die Schweine? Köpfe runter, wir holen euch hier raus. Dann habe ich nur gesehen, wie so ein Oberteil vom Sitz, so ein Kopfteil weggeflogen ist. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt wirst du erschossen. Hier geht's dann knallhart Mann gegen Mann und dann wird das entschieden. Captain Mahmoud wird als Erster erschossen. Die Sturmtrupps haben den Mahmoud sofort außer Gefecht gesetzt. Und plötzlich stand im Mittelgang die Nummer 3 von den Entführern und ich habe da auf ihn geschossen. Der fiel dann um und warf noch eine Handgranate. Als ich schon kollerte, habe ich gedacht, wie muss man das jetzt machen? Man darf die Luft nicht anhalten, wenn eine Explosion ist, sondern man muss die Luft rauslassen? Oder wie war das? Also ich habe ausgeatmet, dann explodierte etwas. Dann habe ich geguckt, aha, das Rückgrat funktioniert. Dann habe ich meinen Fuß, der betroffen war, bewegt. Sag ich, ach, die Zehen scheinen noch dran zu sein. Aber wenn er abgewesen wäre, Hauptsache lebendig. Und dann schrie plötzlich jemand, da ist noch jemand in der Toilette, ne? Und dann haben wir durch die Tür geschossen und haben die praktisch in der Toilette erledigt. Eine Frau aus dem Entführerkommando überlebt, schwer verletzt. I felt that I was wounded. Ich fühlte, dass ich verwundet bin und ich dachte, ich sterbe. Ich erinnere mich daran, dass einer der deutschen Soldaten meine Hand hielt. Dabei merkte er wohl, dass ich noch lebe. Man musste davon ausgehen, dass die Andravis die Handgranaten noch in der Hand hat. Und da musste sie erst so nach hinten gezogen werden, dass die Hände vorkommen, dass man da auch dran arbeiten kann. Und in dieser Situation ist sie zu sich gekommen. Die gesamte Aktion war nach 7 Minuten praktisch beendet, einschließlich der Evakuierung. Und dann bin ich raus zu den Passagieren und habe mit denen gesprochen. Und dann wurde mir so langsam klar, dass das ohne Opfer abgegangen war. Das war natürlich ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung. Das war schon eine erlösende Mitteilung, als Wischnewski anrief und sagte, dass der Auftrag erfüllt ist. Es ist ja kein Geheimnis geblieben, dass mir da die Tränen gekommen sind.
dieses in Wirklichkeit unwichtige Ereignis zeigt, dass der damalige Regierungschef mit den Nerven am Rande war. Noch auf der Trage streckt die Entführerin die Hand zum Victory-Zeichen aus. Dann ist der Albtraum von Mogadischu vorbei. Hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums soeben in Bonn. Auch im Hochsicherheitstrakt von Stammheim wird die Nachricht über ein verstecktes Radio gehört. Danach müssen sich die Gefangenen über ihre geheime Gegensprechanlage zum Selbstmord verabredet haben. Es ist 7.41 Uhr am Dienstagmorgen. 18. Oktober. Der Gefangene Jan-Karl Raspe lehnt mit dem Rücken an der Wand, neben sich eine Pistole, der Kopf hängt blutend zur Seite. Kaum 3 Minuten später sind 2 Sanitäter da und legen einen Notverband an. Raspe hat noch Lebenszeichen gegeben, wurde noch in ein Krankenhaus gebracht nach Stuttgart. Der war weg. Ich ließ mir die Zelle Bader als erstes aufschließen und habe da 1-2 Schritte reingemacht. Mehr nicht, habe nichts angefasst, gar nichts. Ich habe mir nur einen kurzen Überblick verschafft. Ich habe die Pistole liegen sehen, ja, an das erinnere ich mich noch. Es war eine Pistole, in der die Griffschalen weg waren. Bader hatte sich mit einer FEG Kaliber 7,65 selbst in den Nacken geschossen. Es war die absolute Katastrophe. Da gehen einem die Würsten vorstellen durch den Kopf. Man kann sich zunächst natürlich gar nicht vorstellen. Waffen, wie kann das passieren? Wie kann das sein? Wieso haben die Waffen? Auch Gudrun Enslin in Zelle 720 war tot. Sie hatte sich mit einem Lautsprecherkabel erhängt. Schräg gegenüber war die Zelle Enslin. Da ging ich auch rein. Man sah zunächst eigentlich relativ wenig. Die Frau Enslin hatte sich ja in der Ecke, hatte sie eine Decke vorgespannt, hatte sie sich erhängt und da hing sie. Nach 7 Jahren Terror waren die Gründer der Roten Armee-Fraktion tot. Ich habe da weder eine Befriedigung noch sonst was empfunden. Die waren eben tot, damit waren 3 Leute weniger am Leben aus der RAF. Aber dass noch genügend in Freiheit waren, über die haben wir eigentlich mehr Gedanken gemacht als über die 3 Toten. In Zelle 725 fanden die Beamten die Gefangene Irmgard Möller, zusammengekrümmt auf einer Matratze. Sie hatte Stichverletzungen in der Herzgegend. In ihrer Zelle fand man ein blutverschmiertes Küchenmesser aus Anstaltsbeständen. Irmgard Möller wurde ins Krankenhaus geflogen. Dort stellte man fest, dass das Gewebe vor dem Herzbeutel blutig durchtränkt war, der Herzbeutel aber unverletzt. Sie überlebte als Einzige. Die Nachricht vom Selbstmord der Stammheimer Gefangenen traf die in Bagdad weilende RAF-Gruppe wie ein Schlag. Da sind dann etliche wirklich fast zusammengebrochen, anders kann man es nicht bezeichnen. Also Weinkrampf, weiß ich noch, bei Susanne Albrecht. Ralf Baptist Friedrich hat immer mit dem Kopf vor die Wand gehauen, so ungefähr. Und ich weiß gar nicht, von wem das kam, so diese Schweine, jetzt haben sie alle umgebracht. Und da ist Brigitte aus der Haut gefahren. Und hat diejenige angefahren, so ungefähr, du Fotze, kannst du dir nicht vorstellen, dass die ihr Leben bis zum letzten Moment selbst bestimmt haben. Und da war es raus. Und wurde dennoch geleugnet. Der Mythos vom Mord in Stammheim sollte die RAF zusammenhalten. Dabei gehörte der Selbstmord geradezu zum Konzept der RAF. Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut. Da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Anklänge an diesen Satz aus Bertolt Brechts Lehrstück Die Maßnahme finden sich in RAF-Kassibern immer wieder. Und da klingt es wie eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Begriff Sondermaßnahme sich am Tag der Selbstmorde in einem Einsatzkalender des Landeskriminalamts Stuttgart wiederfindet. Es ist der Ablaufplan der Staatsschutzabteilung vom 18. Oktober 1977. Auf Seite 3 wird festgehalten, was der LKA-Beamte Dieter Löw herauszufinden versuchte. 10.21 Uhr. Die Beamten der Sondermaßnahme
wurden von dem Vorfall in Stammheim verständigt und angewiesen, Erkenntnisse aus ihrem Bereich, die im Zusammenhang mit dem Vorfall in Stammheim stehen, sofort an die Abteilung 8 weiterzugeben. Sondermaßnahme. Das war der Deckname für die Abhörgruppe des LKA Stuttgart, damals untergebracht im Dachgeschoss dieses Hauses in der Johannesstraße. Hier wurde offenbar auch die Überwachung der Stammheimer Gefangenen koordiniert. Wie sonst sollten die Beamten der Sondermaßnahme etwas von den Geschehnissen der Todesnacht wissen können. Und schon 3 Tage nach dem Selbstmord der Häftlinge wusste das Landeskriminalamt ganz genau, auf welche Weise die Gefangenen miteinander kommunizieren konnten. Was man monatelang übersehen hatte, war plötzlich in allen Details bekannt, wie dieses LKA-Dokument vom 21. Oktober 1977 beweist. Es gibt kaum einen Zweifel. Die Kommunikationsanlage im 7. Stock muss lange vor dem Tod der Häftlinge entdeckt worden sein. Und es drängt sich die Frage auf, wurden die Stammheimer Gefangenen in der Todesnacht abgehört? Als Wochen später im Hochsicherheitstrakt der Putz von den Wänden geschlagen wurde, um die Zellen renovieren zu können, geschah dies unter Aufsicht von Experten des Bundesgrenzschutzes, vor allem beim Abbau von Schwachstromanlagen. Und das sind in der Regel Abhöranlagen, Wanzen. Es liegt nahe, dass diejenigen, die den Abbau überwachten, auch für den Aufbau verantwortlich waren. Die Grenzschutzgruppe F. Die Grenzschutzgruppe Fernmeldewesen saß damals in Heimatsheim bei Bonn. Kaum jemand wusste von ihrer Existenz. Eine parlamentarische Kontrolle gab es nicht. Der Tod der Stammheimer Häftlinge war der letzte Auslöser für die Ermordung Hans-Martin Schleyers. Das letzte Kapitel des deutschen Herbstes hatte begonnen. Vor allem durch den Selbstmord der Terroristen hat sich bei mir ein ganz tiefes Gefühl der Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Mit dem Tod der Stammheimer schien Schleyers Schicksal besiegelt. Das war selbstverständlich. Wir haben nur gesagt, wir müssen jetzt nur warten, wo wir Herrn Schleyer abholen können. Mit der Möglichkeit, dass diese Kerle den Hans-Martin Schleyer umbringen würden, musste man immer rechnen. Auch vor Mogadischu. Und auch hinterher. Der Kern der Entführergruppe war nach wie vor in Bagdad. Dort fiel die Entscheidung. Es war klar, jetzt wird er erschossen. Und wir haben uns dann zu Abu Hani bemüht, ihm mitgeteilt, dass wir das jetzt so machen wollen. Abu Hani war seltsamerweise dagegen. Aber da haben wir ihm gesagt, bei so vielen toten Genossen können wir ihn nicht am Leben lassen, werden wir auch nicht. Das Todesurteil wurde per Telex nach Brüssel gesandt. Es gab in Brüssel öffentliche Fernschreiber, die stehen im Postamt. Und dann kommt von uns, wir müssen das Geschäft jetzt zum Abschluss bringen. Die letzte Ladung ist verdorben. Seht ihr das auch so? Es kam nur ein Wort, glaube ich, zurück. Okay. Also die waren offensichtlich auch zu demselben Ergebnis gekommen. Ein Waldweg in der Nähe der belgisch-französischen Grenze. Zwei Männer aus dem Entführungskommando brachten Hans-Martin Schleyer zu seiner Hinrichtungsstätte. Es waren Stefan Wisniewski und Rolf Heißler. Rolf Heißler hat mir erzählt, wie das zum Schluss gelaufen sein soll. Es war in der Gruppe absolut nicht üblich, über solche Dinge nachzufragen oder zu fragen etwa, hast du geschossen oder hat er geschossen? Ich habe für mich die Erklärung dafür gefunden, dass er auch zeigen wollte, jetzt war ich auch mal bei einem Kommando dabei und ich habe meine Rolle bis zum Ende durchgestanden. Sie sind ausgestiegen, haben den Kofferraum geöffnet, haben Hans-Martin Schleyer herausgehoben und ins Gras gelegt und auf der Stelle erschossen. Das war eine Sache von weniger als einer Minute. Kofferraum auf, rausholen, Schuss, reinpacken, Kofferraum zu, zurückfahren. Zeugen des Mordes gibt es nicht, nur 2 Täter.
Damals hat mir Rolf Heißler gesagt, es sei von beiden geschossen worden. Von ihm und Stefan Wischniewski. Die Schlusserklärung war genauso zynisch wie die Tat. Ich musste dann auf Anweisungen warten in der Telefonzelle, weil ich dann diese Schlusserklärung übergeben sollte. Hier spricht die RAF irgendwie sowas. Wir haben heute die Existenz von, ich kann es auch nicht mehr so genau sagen, aber es war irgendwie fürchterlich. In Mühlhausen fand die Polizei in einem grünen Audi Schleiers Leiche. Wenn man in solchen Fällen tätig ist, dann gibt es nicht viele Alternativen, wie sie enden können. Es gibt vielleicht eine glückliche oder eine unglückliche Befreiung. Oder es gibt den Tod. Und das war eine Hinrichtung. Eine Hinrichtung. Schleier war durch 3 Schüsse in den Kopf getötet worden. Das Einzige, was ich sagen konnte, ist, es ist Schleier. Ich brauchte keinen Fingerabdruck zu nehmen. Die Todesschützen haben sich bis heute nicht zu ihrer Tat bekannt. Am 25. Oktober 1977 wurde Hans-Martin Schleier in Stuttgart beigesetzt. In der St. Eberhard-Kirche versammelten sich alle, die im Herbst des Terrors Verantwortung getragen hatten. Sie alle fühlten sich schuldig. Hans-Martin Schleier ist gestorben. Für uns alle, nicht nur für uns Deutsche, ist die Chance erhalten geblieben, die Gefahr des Terrorismus zu bannen. Wir neigen uns vor dem Toten. Wir alle wissen uns in seiner Schuld. Im Namen aller deutschen Bürger bitte ich Sie, die Angehörigen von Hans-Martin Schleier, um Vergebung. 2 Tage später wurden auch Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Wie viele in ihrer Generation waren sie angetreten gegen den alten und den angeblichen neuen Faschismus. Mit Gewalt hatten sie diese tötende Welt zu verändern gesucht, hatten sich selbst zu Herren über Leben und Tod gemacht und waren schuldig geworden wie viele aus der Generation ihrer Väter. Manche aus der RAF sahen das ein, andere bis heute nicht. Das Schweigen über die Vergangenheit hat Tradition in Deutschland. Als Trauergäste und Demonstranten abzogen, gingen sie durch ein Spalier schwer bewaffneter Polizisten. Manche hatten die Hände gehoben. Niemand hatte sie dazu aufgefordert. Und noch war der Terror nicht vorbei. September 78, der Polizist Hans-Wilhelm Hansen wird ermordet. November 78, Schießerei in Kerkrade. 79, Anschlag auf US-General Haig. 81, Anschlag auf Rammstein. 81, Anschlag auf US-General Krösen. 85, Anschlag auf MTU-Chef Zimmermann. 85, Ermordung des US-Soldaten Pimental. Und Anschlag auf US Airbase Frankfurt. 86, Anschlag auf Siemens-Vorstand Beckurz. 86, Anschlag auf den Diplomaten von Braunmühl. 89, Mordanschlag auf Deutsche Bank-Chef Herrhausen. 91, Ermordung des Treuhandchefs Rohwedder. 93, Anschlag auf JVA Weiterstadt. 93, Erschießung des GSG-9-Beamten Neff Zeller. Erst 1998 gab die RAF ihren mörderischen, bewaffneten Kampf auf.